14,40 Meter. Absolut insane, die Scheiße. Ich scheiß mir gerade komplett in die Hosen. Ja! Yeah! Yeah! Stefan fucking Dollinger! Skill Mode! Grüß euch Gott. Servus. Zu einer neuen Skillmode-Episode. Und wir sind heute in Frankfurt unterwegs beim Grünen See zusammen mit den Freerunning-Schlappen. Und heute ist die Mission, ein Rope Swing bei 13 Meter hohen Brücken anzubringen. Aber wir sind jetzt leider wieder daheim unterwegs, weil wir ein paar Daten verloren haben. Unter anderem auch das Intro. Und jetzt werden wir einfach ein paar Sachen nacherzählen müssen. Aber lasst euch nicht von dem irritieren. Ich würde sagen, starten wir einfach rein in das Ganze. Auf geht's. Natürlich sind wir nicht komplett hirnlos einfach da reingesprungen, sondern sind davor abtauchen gegangen und haben geschaut, ob die Tiefe ausreicht. Und ja, danach haben wir es Rope befestigt und ich würde jeden bitte raten, das auch zu tun. Also zuerst abchecken und schauen, ob es tief genug ist. Ja. Eigentlich safe. Und dann halt nach vorne, da ist ja tief genug. Ja. Kleiner Testsprung, oder? Ja. 14,40 Meter sind oben aufs Whale und da unten sind es 13,30 Meter. Also der Drop Swing wird auf 13,30 Meter befestigt. Alter Lack! Nein! Oh, was denn das? Heftig! Das wollte ich jetzt nicht wissen, muss ich sagen. Das wollte ich nicht wissen. Scheiße, wir sind so am Arsch. Was für Spaß werden das halt, hä? Höher als die 13 hier schwingst du nicht raus. Ich glaube, du kommst nicht über die Horizontale. Mal gucken. Ich mach mich sehr also wenn du da noch hoch fliegst, dann kannst du vielleicht. Ja, ja eben, das vorne, das vorne. Lass das Rope jetzt mal runter und versuch das irgendwie so in Schwung zu bringen, dass ich das hinten einmal annehmen kann einfach. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass man Deutschsprachige auf unserem Kanal auch wirklich versteht. Oh, knappe Kiste! Oh, Headshot! Boom! Geil, ey. Aua! Etienne macht gerade ein Rückholseil an die Rope, dass wir die Aktion nicht tausendmal wiederholen müssen. Aber im Hinterstand sehen wir das immer mit Stecken gemacht, aber anscheinend gibt es jetzt da schon moderne Techniken. Ja. Ja, die Deutschen sind wieder mal voraus ein bisschen. Ja, dafür sind sie überall anders hinten noch. Genau. Damit der Stefan sich nicht jedes Mal den Kopf stoßen muss, weißt du? Er denkt ja für alle mit. Ja, ja, genau. Ich bin der Papa hier. Du bist der Papa und machst einen gescheiten Knoten. Na, gescheit nicht, aber es ist einer. Ich sag ja, Knoten können wir. Ist auch scheiße, ehrlich jetzt. Ey. Ja, das macht man nicht zum Spaß, das macht man nur wegen einem Beruf, gell? Das ist einfach ein scheiß Beruf, den wir gewählt haben. Echt, das ist insane, ehrlich. Du hast die scheiß Idee gehabt. Ja, wir im Kollektiv hatten die und ihr fandet das direkt geil. Ja. Und ich fand's von Anfang an scheiße. Aber du bist trotzdem halt da. Nachdem man das Rope befestigt hat, hat sich dann einfach der Dwayne als erster da reingestürzt in den ganzen Spaß, oder? Also ja, der Dwayne hat gesagt, ja, mach das schon. Und wir kennen ja von den Videos, von den Schlappen-Videos, der Dwayne ist da eher so ein bisschen Harakiri-Modus und der ja, scheißt da ein bisschen drauf und macht gleich ein paar Sachen. Genau, weil es gibt eigentlich nichts Schlimmeres wie da als erster rein zu droppen und das Ganze zu testen. Schauen wir uns an. Wie fühlst du dich, Dwayne? Ich fühle mich recht gelassen gerade. Ich guck nochmal, wie ich mich festhalten muss. Okay, es ist schon sketchy, wenn man halt da die Steine hat, ne? Oh. Du solltest auf jeden Fall festhalten. Direkt loszulassen ist halt... Shit. Du musst halt gerade sein, so. Aber ready, Dwayne? Hi, Junge! Send it! 3, 2, 1, send it! Scheiße, ich hab keinen Bock. Das war wild. Komm, Stefan. Drei. Yo, ready. Send it. 3, 2, 1, send it. Oh, oh. Oh. Woo! Der Wahnsinn ist das. Der Typ war locker auf 10 Metern, oder was? Ja. Voll nach hinten. Voll nach hinten. Du kannst nicht zu weit springen. Und 3, 2, 1, fuck you! Ja. Oh.
Ja! Yeah. Ihr merkt, ich bin geflippt gemacht. Ich hab noch 10-mal weniger Bock als vorher. Scheiße. Ich check's gar nicht gerade, Alter. Den müssen wir uns aber wirklich nochmal in Zeitlupe angucken. Keine Ahnung, was das jetzt war, aber der Philipp ist jetzt, glaube ich, ein bisschen abgerissen von der Rope. Und ja, jetzt geht er nochmal auf und ich glaube, jetzt macht er noch einmal. Alter, da sind so viele Viecher da, wo ich da gerade stehe. Jetzt da oben. Also das, wenn das nicht haut, ja, weil das sind Jungs und Mädels. Alter, ich muss da weg, da sind so viele Viecher. Ich stehe da komplett im Wald, gell, und da geht's komplett oben. Nur um das zu filmen, das ist Hard Work, das ist ja geil. Komm, Junge, das ist er jetzt. 3, 2, 1, send it! Ja! Ja! Wow! Ja! Ja! Aber ich war so schief. Du warst echt schief, Alter. Alter, du warst voll schief. Ja. War tausendmal geiler als der erste. Ja, ich wollte eigentlich Triple zünden auf Verdacht. Weil ich mir gedacht habe, ich tue das jetzt genau noch einmal und gar nicht mehr. Aber dann war ich so scheiß schief, Mann. Boah, hier sind so fette Dornen, ey. Ja. Das ist so eine Scheiße. Das ist der absolute Wahnsinn. Jetzt müssen Etienne und Jan sich da langsam dran trauen. Absolut insane, die Scheiße. Ich glaube, jetzt komme ich. Ey, muss man krass nach hinten springen hier? Na, es geht. Ein bisschen nach hinten und volle Festheben. Aber du kannst nicht zu weit nach hinten springen. Und wie habt ihr das? Da hatte Philipp nämlich gerade keinen Plan von. Er hat sich da hingestellt, dachte, boah, Alter, wie bin ich da gerade nochmal rein? Irgendwann meint er Scheiß drauf. Hingestellt und gemacht. Deswegen hat er auch leicht nach da, Alter. Ja, das sieht gut aus. So. Ja, perfekt. Oder mit einem Bein. Oh, so ist auch gut. Wie nochmal, sag nochmal vor. Wie würdest du machen? Ja, keine Ahnung, hab's ja noch nicht gemacht. Und dann? Ja, das ist. Ich hatte, glaube ich, dieses Jahr auch noch nicht weniger Bock als auf die Scheiße. Und befüllt man sich so noch mit 30 von der Brücke springen? Einmal einer sagt, dass ich 30 bin, ne? Gibt sowas von einem auf die Fresse drauf. Philipp hat die Drohne gestartet. Und jetzt geht's für einen Jan lange unter die Brücke und dann wieder aus. Ja, schießt er raus. Jetzt macht es. Okay. Send it! Jawoll! Das war die Schelle meines Lebens, Alter! Boah, war noch eine geile Schelle auf die Fresse drauf! Okay, Edda ist jetzt dran. Wie fühlst du dich? Bescheiden, muss ich sagen. Also ich meine, ich habe schon oft einen Rope Swing gemacht, aber das waren immer 6 Meter über dem Kanal. Und du, wenn du geschwungen bist, bist du durchs Wasser sogar ein bisschen. Ja. Und hier hast du halt 8 Meter unter dir, ne? Schon geil. Einfach nicht auslassen, dann geht das. Boah, ich bin echt angespannt, Alter. Krass. Ich glaube, das Feeling ist halt übelst geil, wenn du da schwingst. Aber das erste Mal, das ist immer das Schlimmste. Jeder, was da jetzt zubekommt, ist, hat echt wirklich sau viel Respekt gehabt vor dem Urspringen, weil es halt wirklich echt scary ist. 3, 2, 1, go! Alter, was ist denn jetzt los? Das war wirklich worst case, aber vom allerfeinsten. Ja, der Etienne liefert sich wahrscheinlich wieder den Clip des Tages. Also das war mal richtig geil. Wir haben einen kompletten Einlauf von dem Wasser bekommen. Da. Wir haben ja ein bisschen das ähnliche Problem gehabt. So. Ja. Irgendwie greift man so und wenn man jetzt tief greift oder vielleicht auch falsch, weil das Ding oval ist, dann reißt du einfach raus. Also keiner hat von uns willkürlich ausgelassen. Ne? Ja, das war ganz komisch irgendwie. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich mache jetzt meinen Triple Backflip und ich hoffe, mir haut es nicht aufs Maul. Und wenn ja, dann ja. Aber es endet. Boah!
Bist du bescheuert, Alter? Fuck. Krank. Geil, ey. Guckt euch das Szenario an hier. Alter, das war komplett perfekt. Das war einfach nach jedem Flip hat der einmal geguckt und wusste komplett, wo er war. Bin ein bisschen neidisch. Alrighty, also jetzt noch hat sich mal jeder über die fette Rope drüber traut. Das hätte man eigentlich nicht gedacht, dass das passiert. Also ja, also es war echt geil. Philipp und der Ette haben wirklich einen geilen Schmäh ausgelassen. Ja. Philipp erst da, Ette erst da, gleich mal richtig auf den Rücken. Und sonst eigentlich der Rest ziemlich chillig. Double, ich habe nachher noch einen Dribble probiert, der war auch ganz, ganz geil, glaube ich. Und hat sich alles safe angefühlt und ich bin gespannt, was heute da noch fliegen wird. Also, genau, also die weitere Mission ist jetzt einfach nur ein paar geile Flips zünden mit den Schlappen da im Background und ja, mal schauen, was noch so drin ist für den heutigen Tag. Ich glaube, der Jan gönnt sich jetzt einen Double Layout, Backflip vom Rail. Double Layout, oder? Ja, muss ja jetzt weitergehen hier in Runde 2 von der Brücke, vom Geländer. Auf geht's. Ja. Das Schlimmste an dem Trick ist, dass hier oben drauf stehen. Ne? Ey, alter Lachs, neu im Himmel. Drei, zwei, eins, send it. Woo! So. Philipp, was ist jetzt der Plan? Ich weiß nicht, warum wir jetzt auf die Idee gekommen sind, da einen Castgainer runterzumachen. Aber wir sind jetzt auf die Idee gekommen, da einen Castgainer runterzumachen. Was ist denn ein Castgainer? Ganz ehrlich gesagt, kann ich es auch gar nicht beschreiben. Du gehst mit den Händen so drauf, dann lässt du es auf den Bauch und dann machst du so einen Gainer nach vorne durch. Also. Ja, eigentlich ein Auerbacher für die Hände. Genau. Bei dem Trick ist halt scary, dass man sich im Kopf anhauen könnte bei dem Rail. Das Ding ist, du hast ihn eh schon gemacht. Ja. Letzte Woche außen. Ja, es sollte gehen. Die Zeit. Das sollte gehen. Ich kann nur nicht zu lange jetzt warten, Alter. Ich kann ja nicht lange nachschauen. Ready? Ja. Okay. Komm, Junge, das ist ein Madness. Volle. Fucking Bummer. Oh, warte ich. Alter, richtig hässlich. Oh. Das war der dritte Einlauf heute. Dünnpfiff verlaufen. Oh. Fucking Einlauf, Mann. Oh, Philipp wieder mit dem klassischen Einlauf von den 13 Meter. Manchmal muss man leiden. Aber der Shot, der war, glaube ich, geil und der Trick war krank. Der Trick war insane, also für mich unvorstellbar. Der Shot war absolut geil und der Einlauf war für uns auch echt ganz geil. Ja, das war das Geilste. Wenn du David Castgainer nach unten wirfst, schmeiß ich die Katze vom Rail. Ah, ja, fix! Abgemacht! Was hat er gesagt? Also, Jan Lange hat jetzt gerade gesagt, wenn ich Double Castgainer mache, macht er dafür da der Hackel, eine Katze, einen Death Dive, oi, vom Rail, 14 Meter. Oh, jetzt muss ich. Jetzt will ich aber. Ja. Send it, Mann. Geht? Ja. Ready. Come on. Yes, Mann! So. Ja! Ja! Alter! Double Castgainer von 14 Meter. Ein schlechtes Timing gehabt, weil ich zu weit nach vorne gedrückt habe. Aber ja. Für 14 Meter hat es gereicht. Alter, aber beim ersten Mal habe ich mir schon gedacht, so, fuck, weil ich war viel zu weit vorne dann auch. Ja. Und dann beim zweiten Mal habe ich mir gedacht, fuck. Ja. Ich würde mal sagen, an der Stelle schreibt mir jeder in die Kommentare, wie gestört das ist. Und lasst vielleicht mal einen Daumen da für den Send. Alter. Aber jetzt freuen wir uns natürlich genau auf einen noch härteren Send. Vielleicht das, was nicht mit Technik so viel zu tun hat, sondern nur mit Mentalität. Weil jetzt schießt dich da der Jan Lange mit einer fetten Death Dive, mit einem fetten Hackerloche. Man muss auch wirklich sagen, der hat wirklich keine gute Technik. Er hält die Schmerzen halt einfach mal aus. Hier, gerade war ganz gut, ehrlich. Ich bin oben wieder angekommen, folgender Plan. Markus schießt dich jetzt mit dem Popcast runter, filmt aus dem Wasser. Alter.
Alles gut. Alter. Ja. Jetzt ist gleich der Jan drum mit einem klassischen Death-Dive. Er hat sich da richtig in die Scheiße eingegritten, weil dann Steve gesagt hat, wenn er Double Cast Gainer macht, nachher macht er einen Death-Dive von 14 Meter vom Geländer. Und das schauen wir uns jetzt an, wie er da stirbt. Voll drauf, alles anspannen, Vollgas rein. Oh, das tat schon geil weh da. Okay, Männers. Let's go, let's go. 3, 2, 1, senden! Ja. Senden! Jawohl! Merk, jeder Prep war schmerzhafter. Ja! Okay, ich probiere jetzt nochmal einen Dribble. Der erste hat ja super funktioniert. Schauen, ob ich da nochmal ein bisschen mehr Gefühl reinkriege. Und ja, ein bisschen eine Vorbereitung für einen Quad-Flip wäre das dann. Das sind 4 Saltos in Ansprung. Und ja, wäre auf jeden Fall geil, wenn das gehen würde. Aber ich kann nichts versprechen. Ich mache jetzt nochmal Dribble, wenn ich mich wohlfühle, dann vielleicht. Weil wir haben halt so eine Rope, so eine riesen Rope noch nie gehabt und werden wahrscheinlich in nächster Zeit auch nicht so eine große herkriegen. Und deswegen haben wir, ja, denke ich mir halt, ja, muss ich ausnutzen. Safe. Genau. Dann rein da. Auf geht's. Der ist in Zell. Den Quad hat er. Ja, safe. Ja. Durchtankt hat er. Wenn er, und der ist echt kontrolliert, den Triple. Also vielleicht overshootet der den sogar leicht. Könnte sein, aber müsste passen. Beim Stefan schaut es fast nach Spaß aus, da bei dem Ganzen. Also, es schaut schon saugemütlich aus. So, so jetzt ist Finale. Ja, es ist gleich ein bisschen grande Finale. Wir machen jetzt einen Quad Backflip. Ja, heavy. Nein, ich muss es einfach ausnutzen, dass wir gerade die geile Rope haben. Und ich hab mir gedacht, Quad habe ich noch nicht gemacht. Und ich will es unbedingt. Und es ist einfach so ein bisschen was zum Abhaken in meinem Leben. Und das machen wir jetzt. Sende, Alter. Komplett fetten Respekt. Habe ich mich gut gefühlt und jetzt Quad und. Und ein schauen, was passiert. Okay, ja, also ich muss sagen, ich scheiß mir gerade komplett in die Hosen. Und. Ja, aber ich will jetzt nichts mehr ändern dran. Ich mach das jetzt einfach und dann schauen wir, was passiert. Es ist nur Wasser. Ja, es ist nur Wasser. Ja. Nur Wasser von 14 Meter. Ja. Ja. Perfekt, Alter. Ich hab nicht auf die Drohne geguckt, das wollte ich mir jetzt live geben. Ja. Alter. Ich hab Gänsehaut bis an die Sackhaare. Fuck. Du hast einfach bis zum Schluss so ganz gemütlich durchgezogen. Fuck. Aber ich hab's nicht realisiert. Mach Quint, Alter. Nein, wurde schon richtig, geil. Aber so ein Quint, ne? Quint. Also Steff, wenn du jetzt Quint machst, dann machen wir alle Quad. Ja gut, das war's mit der Skillmod-Episode. Es war eine richtig, richtig kranke Session da in Frankfurt beim Grünen See. Also wirklich einfach ein fettes Rope-Swing, was wir da aufgebaut haben mit den Jungs zusammen und einfach ein geiler, geiler Tag. Shoutout an die Freerunning-Schlappen, die was mit uns da das Video machen, das Rope mit uns aufhängen, einfach eine geile Zeit mit uns haben. Also wirklich geil, checkt auf jeden Fall die Jungs aus, sind wieder unten verlinkt und ja. Ich glaube, es sind kranke Tricks geflogen. Ja, die Jungs sind schon richtig geile Stecher. Checkt mal uns aber auch ab, ne? Von Quad Backflip, Double Cast Gainer. Und der eine oder andere Fail war auch dabei. Wenn euch das Video gefallen hat, nachher lasst ein Like da, kommentiert unter dem Video, wie es euch gefallen hat. Abonniert unseren Kanal und was müssen wir dann? Kirchenglocken aktivieren. Genau, damit ihr nichts mehr verpasst von unserem zukünftigen Content. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, weil da geht's weiter in der Schweiz. Seid gespannt. Europe Tour geht weiter. Bis zum nächsten Mal. Servus. Aber da. Was haben sie aktiviert? Die Glocke. Nein, die Kirchenglocken. Was haben sie aktiviert? Die Kirchenglocken. Ach so, ja, die dürft ihr aktivieren. Meine dicken Glocken könnt ihr auch mal aktivieren, ja. Passt. Bis nächste Woche.